Willkommen zurück, meine Süßen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallöchen. Genau, auf der Suche, um den Typen zu finden, um genau zu sein, Hinky. Der ist irgendwo. Schon wieder mal, ja. Der ist nämlich irgendwo in Elektro verschollen gegangen. Und in der letzten Folge habe ich mich hier auf Skyrim Mountain bzw. Elektro zugewegt. Und ich habe die Vermutung, dass ich da unten wieder jemanden treffe. Oder gehe ich unten? Ich gehe unten lang. Habe ich gerade so beschlossen. Über die Straße. Ich habe beschlossen festzustellen, dass die mich gar nicht finden will. Was? Das ist eine Unterstellung? Du bloß so. Natürlich. Du hättest auch schon längst bei der Insel sein können, ne? Wenn ich dir gesagt hätte, wo ich bin, vor der Aufnahme. So, jetzt denken. Rattern. Ja, ich weiß, welche du meinst. Ja. Ach so. Die hässliche Gefängnisinsel. Ja. Aber ich habe dir ja nicht gesagt, wo ich bin, vor der Aufnahme. Also, war es für dich schwierig, dich dahin zu begeben? Ist mir ein Rätsel bleiben. Ja, keine Ahnung. Wie sieht's auf dem Server aus? Ja, okay, der wird aktuell. Ist da nicht jemand? Nee, das ist, glaube ich, nur Zaun oder Torpfeiler. Wer sich noch erinnern kann, mit der Folge mit Lucy und Rico war hier tatsächlich Action. Und die netten Jungs, die hatten sich dann im Nachhinein auch nochmal gemeldet, dass sie des Öfteren hier sitzen. Ist der ein Außenposten, wenn man so will. Außenposten oder Hauptquartier, wie auch immer. An dem der ein oder andere Raubüberfall stattfindet. Aber wie man sieht, sieht man nichts. Zumindest kann ich keine Bewegung erkennen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht die leiseste Ahnung, wo die dann sitzen. Ob die dann im Haus sitzen oder einfach nur alle Seiten abchecken oder hinter mir den Wald hoch. Schwer zu sagen. Ist egal, ich gehe jetzt einfach weiter. Hinky! Ja. Bin unterwegs. Wie sie stehen bleibt, ne? Sie soll eigentlich nur sich umdrehen und gucken. Stellt die sich schnurstracks gerade hin und wartet hier abgeknallt zu werden. Ja gut, abknallen dürfen sie ja nicht. Wenn, dann muss es halt ein Raub sein, ein angekündigter. Und Schande über mein Haupt. Ne, ich werde nicht über die Straße gehen. Ich komme übrigens über den Hafen runter rein, ne? Also das heißt, ich gehe nicht Hauptstraße lang. Das heißt, idealerweise wäre cool, wenn du dich runter bewegen könntest zum Industriegelände, wo die Container stehen. Weißt du, was ich meine? Einfach an der Küste immer weiter nach Westen laufen, also Wasser links. Und dann kommst du doch nachher zum Industriegebiet. Ja. Genau. Von der Seite werde ich mich auf jeden Fall reinwagen. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht lange überleben. Kann natürlich auch sein, dass die drei Leute, die du gesehen hast, sich jetzt ausgelockt haben, weil die Nacht reinbricht. Aber ich schwöre, da wird Action sein, sobald das Tageslicht wieder angeknipst wird mit dem Server-Neustart. Dann heißt es einfach mal so 5 bis 10 Minuten warten und der Server wird voll sein. Oh, was hat die heute für eine schlechte Laune, der olle Furz. Na. Meckert da rum, ey. So am Heulen. Ups. Oh. Was? Achso, ich bin gegen das Mikro gekommen, ne? Oder? Bin, ja.
Achso. Tut mir leid, war keine Absicht. Na, Feuerwehr? Was bin ich? Nein. Ich bin da. Achso, okay. Na, ich sag mal so, ich bin jetzt in der Vorortschaft von Elektro, so wo die ersten Gebäude auftauchen. Mal gucken, wie lange wir überleben. Ich würde sagen, dann räumen wir auch Elektro ein bisschen auf, ne? Mit einer nicht vorhandenen Waffe. Du redest die ganze Zeit so, als ob ich schon eine Mosin in der Hand habe und... Ja, tut mir leid. Rucksack voll Munition. Ja, wie gesagt, die Trumpet ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber erstmal eine Waffe und Munition habe ich auch dafür. Und wenn wir eine Makarov finden, natürlich. Oh, ich komme momentan hier mit den Lichtverhältnissen gar nicht klar. Also mein Monitor steht auch nicht so perfekt, muss ich sagen. Und ich muss jetzt auch gerade ein bisschen nachrücken. Ich habe gerade gesehen, dass mein Monitor fast runtergerutscht ist. Nicht gut, nicht gut. Haben die Waffenhäuser noch Waffen? Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich habe noch keine gesehen. Ich bin jetzt gleich unten bei dem Postgebäude. Oder bei dem... Ich weiß, was du meinst. Ja, beim Hafen. Beim Post Office, ja, genau. Ja. Ich kann von hier aus schon mal die Kräne sehen und... Und das in... jetzt hat mich irgendeine Bewegung gerade aus dem Konzept gebracht. Wie heißt denn das? Die Werkshalle, die da unten am Hafen steht. Hier ist wirklich nichts, ne? Muss ich aber gleich nochmal gucken, was das eben war. Das denn scheint ein Zombie zu sein. Okay. Ja, Zombie. Zombies habe ich hier auch. Also hast du bei dir auch mehrere Zombies? Das eben. Schleichen hier Zombies durch die Gebüsche oder was war das eben? Das wird eine interessant in der Aufnahme. Ach, das könnte interessant werden, was auch immer sich da bewegt hat. Oh Gott! Oh, schrei nicht, du. Gute Nacht. Schlaf schön. Alle wieder wach? Ja. Ich bin jetzt unten am Hafen angekommen. Oh Mann, mir kribbelt so die Nase. Kann sein, dass ich gleich niesen muss. Beim Tech-Gebäude, was hier ist. Postgebäude, warte mal. Bin jetzt erstmal in dem Dingsgebäude drinne. In dem Dings? Ja, in dem daneben. Mit der Fabrik da hinten dran. Ja, so. Gesundheit, lassen Sie es raus. Die Fabrik da hinten dran. Lauf jetzt rüber zum Poster. Ja, ich gehe hier nochmal ganz kurz die Gebäude durchlooten. Oh Gott, da lang. Das ist ein Phänomen. Ob rote oder grüne Häuser, die doppelstöckigen. Ich laufe grundsätzlich beim Hochlaufen erstmal in die falsche Richtung. Aber mir kribbelt auch die Nase. Das Interessante ist, ich habe eben gesagt, mir kribbelt die Nase und Hinginies. Das ist ein Kunststück, Leute. Ich habe das mal weitergeschoben. Ja. Hatschi, Alter. Brauch dir den Scheiß ja auch unbedingt. Mhm. Hast du dich etwa erkältet? Nö. Ja, den. Rucksack hattest du, ne? Ja. Oh, ist das alles grau und grau hier. Ich hoffe, ihr könnt genug sehen da draußen. Heller geht's nicht. Ich meine, geht schon, aber zu selber steuern wollte ich es dann auch nicht. Dann reguliere ich lieber nachher beim Videoschnitt noch ein bisschen nach, wenn es zu dunkel ist. Ansonsten muss das erstmal reichen. Oh, wird Zeit für das Mauspad. Wird echt Zeit für das Mauspad. Hier sind alle Türen offen, ne?
Egal, ich gebe den Hafen jetzt erstmal weiter dir entgegen. Weil, ich denke mal, so in circa 8 Minuten ist tatsächlich auch Serverneustart. Ja, dann sollten wir ja langsam mal eine Stelle suchen, wo wir uns visualisieren, ne? Ja, genau. Naja, ich komme jetzt erstmal runter zum Postgebäude. Da können wir rein theoretisch auch ausloggen. Rein theoretisch. Spricht nichts dagegen. Ist das Zombie oder ist das Spieler? Zombie, ne? Ja, wo, ist eigentlich ein gutes Indiz dafür, dass wir hier keine Spieler großartig finden werden. Ja, also oben in der Stadt sieht es schon anders aus, ne? Okay. Ja, dann lass mal wüten, sobald Tageslicht wieder da ist, ne? Oder wir loggen in der Dreherei oben aus, können wir auch machen. Ja, lass mal Dreherei ausloggen, obere Etage. Oh shit. Komme ich an der noch vorbei? Ich will jetzt hier nicht schießen unnötig, weißt du? Muss ja nicht sein. Die Tür ist offen. It's losing connection. Ich hoffe, du bist in... Oh, bist du das in der Dreherei? Ja. Okay. Meister. Guten Tag. Hallo. Na? Na? Alles klar? Na, logisch. Gut. Schicke Knarre. Ja, ich weiß. Vor allem, wie ich jetzt ingame. Nimmer Trumpet. Ist schon geladen und 29 Schuss liegen daneben. Ich glaube, da kommst du erstmal weiter als mit der SKS. Ah, nee, Sporter war es ja. Ja, und dann lass mal hier oben ausloggen. Leute, ich habe Pinky gefunden. Voll krass, ey. Ja. Warte mal, jetzt müssen. Warte mal. What? Halt still. Ich will ein Foto machen. Guck mal hoch. Guck hoch. Oh, nee. Ist das dunkel? Aber wir versuchen es mal. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal warten, bis die rote Schrift weg ist. Und wahrscheinlich schießt uns gleich jemand über den Haufen. Okay. Foto am Start. Gut. Dann lass mal ausloggen. Oh, warte. Nehmen wir mit? Na toll, in dem Moment kommt hier Auto... Ja, genau, wird in 5 Minuten neu gestartet, Leute. Wie gesagt, wir loggen aus und sind dann für euch in der nächsten Folge da, die idealerweise übermorgen dann stattfindet oder startet. Und dann einfach wieder einschalten. Macht's gut, meine Süßen. Hauen Sie rein. Danke, ich wollte gerade schon wieder schimpfen. Wollte gerade schon wieder schimpfen, ja. Ja, ja. Ich hab noch geschaltet. Ja, ja, gut, gut. Alles klar. Bis gleich. Jo.